Schauspielerin Michaela Schausberger stellte sich in den Dienst der guten Sache. Sie stand aktuell für die neue Werbung der ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit vor der Kamera. Für sie ist es der erste Werbespot ihrer Karriere. Oikocredit vergibt Klein- und Kleinstkredite in Afrika, Asien und Lateinamerika und trägt so dazu bei, das Leben benachteiligter Menschen zu verbessern. Social Investment, das den globalen Süden am Laufen hält. Also gerade diese Mikro-Investment-Sachen und Mikro-Kredite, die von der Oikocredit da vergeben werden, ist, glaube ich, eine ganz tolle Investment-Sache, die man jetzt auch unterstützen kann. Ich glaube, ich würde nicht für alles Werbung machen, aber bei der Oikocredit habe ich dann gesagt, ja, das würde ich dann doch machen. Der neue Spot wird international. In 3 Sprachen für 3 Länder. Er wird in Österreich gezeigt werden, im Kino und im Fernsehen und auch auf Social Media. Und in Spanien und in Frankreich auch auf Social Media, weil dort immer mehr Leute auch sich für Oikocredit interessieren. Umgesetzt in den On-Air-Studios in Wien stellt man sich bald die Frage, wo ist die Grenze zwischen Film und Werbung? Film und Werbung würde ich jetzt nicht den großen Unterschied sehen, weil es geht ja trotzdem um eine gewisse Authentizität. Und wenn die nicht vorhanden ist, ich glaube, dann funktioniert weder die Werbung noch der Film. Und um die im neuen Oikocredit Werbespot zu garantieren, trägt neben Michaela Schausberger die Regie die zentrale Verantwortung. Wir sind davon ausgegangen, welche Person wollen wir ansprechen. Und da ist rausgekommen, auch bei den Untersuchungen, dass man Menschen ab 35, 40 ansprechen kann, die sozial engagiert sind, die sich interessieren für die Welt, die wissen, dass wir hier nicht allein leben, sondern dass es viele Menschen auf der Welt gibt, denen es nicht so gut geht und die vielleicht sich auch überlegen, ja, was macht denn mein Geld, wenn es auf der Bank liegt und unter Anführungszeichen arbeitet. Und hier wolle man die Menschen erreichen, die ihr Geld nicht für Dinge wie Rüstung oder Atomkraft arbeiten sehen wollen. Das soziale Investment soll garantieren, dass die Anleger immer sehen, was ihr Geld tut und wem es nützt. Und am Ende des Tages wirft auch diese Form des Investments eine gute Rendite ab.